Mathematik für NaturwissenschaftlerInnen präsentiert die Aufgabe der Woche. Diesmal ist es ein Grenzwert, den man mit L'Hôpital berechnen kann. Und zwar handelt es sich um eine Übungsaufgabe. Hier steht irgendein komplizierterer Ausdruck, in dem tauchen irgendwelche Zahlen PJ auf, über die steht hier oben was. Vor allem wissen wir, dass sie sich zu 1 addieren. Und wir sollen so einen Grenzwert ausrechnen. Und hier steht schon der Hinweis dabei, dass L'Hôpital vielleicht hilft. Aber fangen wir vorne an. Die Aufgabe hat einen Aufgabenteil A und vielleicht hat er auch was damit zu tun. Wir sollen 19 hoch x ableiten. Also beginnen wir damit. Wir haben hier eine Funktion f von x. Das ist 19 hoch x. Das können wir sicherlich hier wunderschön definieren mit Hilfe des Logarithmus und der e-Funktion als e hoch den Logarithmus von 19 hoch x. Das heißt, das ist e hoch x mal log 19. Und jetzt ist es nicht mehr so schwierig abzuleiten. Jetzt kriegen wir f' von x ist e hoch x log 19. Und dann mit der Kettenregel kommt noch ein weiteres log 19 hier hinterher. Und wir wissen ja schon, dass der Term da vorne, diese e-Funktion, dass das 19 hoch x ist. Also wir können das Ergebnis noch wieder ein bisschen hübscher schreiben als 19 hoch x mal der natürliche Logarithmus von 19. Gut, damit haben wir den Aufgabenteil A schon abgehandelt. Im nächsten Aufgabenteil waren jetzt hier Zahlen gegeben, die alle zwischen 0 und 1 waren. Genauer, 0 sollten sie nicht sein. 1 wäre maximal. Na, das wird auch nicht gehen gleich, aber ist egal. Also Zahlen zwischen 0 und 1. Von 1 bis n. Und hier Summe j von 1 bis n. PJ gleich 1. Also die Summe all dieser Zahlen ist 1. Und vielleicht ist n irgendwie aus den natürlichen Zahlen. Jetzt sehen Sie hier so meine Bemerkung, die ich gerade vorhin hier reingenuschelt habe. P kann eins dieser Ps auch 1 sein? Naja, wenn es nur 1 gibt, könnte es 1 sein. Ansonsten könnte es nur 1 sein, wenn alle anderen 0 wären, aber das haben wir ja ausgeschlossen. Also wir stellen uns hier lauter Zahlen, die wirklich zwischen 0 und 1 liegen, vor. Und wenn wir sie alle aufaddieren, dann bekommen wir 1. Die tauchen jetzt in der Aufgabe auf. Und zwar war hier definiert worden, so eine Größe S von Alpha. Das ist der Logarithmus von der Summe jetzt nicht nur der p's, sondern der p's hoch Alpha. Die summieren wir auf, bilden davon den Logarithmus und dann teilen wir das Ganze noch durch 1 minus Alpha. Und wir wollen uns angucken, was im Limes Alpha nach 1 mit diesem grünen Ausdruck hier passiert. Ja, das ist ein bisschen verrutscht, so sieht es vielleicht schöner aus. Also, was passiert hier im Limes Alpha nach 1 mit diesem Groß S? Gucken wir uns mal an, für Alpha gleich 1, was macht denn da der Zähler? Der Zähler in diesem Bruch, das ist der Logarithmus von der Summe all dieser p's hoch Alpha. Aber wenn Alpha 1 ist, dann summieren wir also nur noch die p's. Die Summe der p's ist 1, steht oben. Also haben wir den Logarithmus von 1 und der Logarithmus von 1 ist 0. Was macht der Nenner? Naja, wenn Alpha gleich 1 ist, da steht 1 minus Alpha, dann ist der Nenner auch 0. Deshalb kommen wir also drauf, jetzt hier L'Hôpital zu verwenden, weil wir in der Situation 0 durch 0 sind. Gut. Das heißt, wir wissen jetzt, Limes Alpha nach 1, S von Alpha, schon wieder so ein schludriges S hier geschrieben, S von Alpha, das ist nichts anderes als Limes Alpha nach 1. Und jetzt müssen wir den Zähler und den Nenner separat ableiten. Leiten wir mal den Zähler ab. Wenn wir den Log ableiten, da oben steht es ja gerade noch,
dann kriegen wir 1 durch das, was im Log stand. Also 1 durch Summe j von 1 bis n pj, ups, na, das ist nicht schön geworden, pj hoch Alpha mal innere Ableitung. Jetzt müssen wir die Summe nochmal ableiten. Also schreiben wir mal hier Summe wegen mir k von 1 bis n. Und jetzt müssen wir pj hoch Alpha nach Alpha ableiten. Das ist genau das, was wir vorhin schon mal gemacht haben, wie bei dem 19 hoch x. Das haben wir nach x abgeleitet. Jetzt leiten wir pj oder pk hoch Alpha ab. Da reproduziert sich das pk hoch Alpha und es kommt ein log pk noch dazu. Also das war, warum wir vorher uns zuerst mit dem irgendwas hoch x Ableitung davon beschäftigt haben. Jetzt müssen wir den Nenner ableiten. Das gibt eine minus 1. Okay, wenn jetzt kann ich problemlos Alpha nach 1 schicken, denn hier steht einfach nur noch die Summe der p's, wenn Alpha 1 wird. Das heißt, dieses rosane Ding hier selber wird 1. Das sind wir damit los und dann bleibt die hintere Summe einfach stehen und das war's schon. Also es kommt raus minus die Summe k von 1 bis n pk, ja, da stand hoch Alpha, aber Alpha ist jetzt 1, also pk log pk. Und das war schon das Ergebnis, was wir hier durch Anwendung der L'Hôpitalschen Regel bekommen haben. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.